Und da sind wir wieder zurück mit Torchlight 2. So, wir sind da durch. Das ist das Schöne, die Phasenbestien tauchen immer random auf und hauen dann irgendeinen zufallsgenerierten Dungeon raus und da sind die Herausforderungen immer ganz wichtig. Starke Gegner besiegen, Labyrinthe durchschreiten, alles, was es so gibt. Ball hat sich hinter mir geschlossen, Aschner ist weg. Boah, der hat sich wieder hergeschietet. Bin ich. Ja. So. Da liegt noch Gold. Okay, so. Hier, akkurat, dann können wir uns jetzt dem Sternchen und den Fragezeichen widmen. Mhm. Eben wie nah die dran sind oder wie groß es noch ist. Naja. Na, hier kommt noch ein bisschen was. Nein, so. Oh, die Doom-Mutti. Erste, die dran glauben muss, weil die spawnen kleinere Gegner. Mutter zuerst töten. Wo ist er denn? Ah, da hinten. Ah, ne, ist ein R. Wo ist die Bühnenmutter? Ah, sie sehe ich. Ach, da. Ich hab gerade irgendwas anderes gelesen, aber das war wohl ein anderer. Was denn? Ach, ein Portal. Stufe 21 bis 29? Könnte lustig werden, ne? Ja. Weiß nicht, ob wir uns das schon zutrauen sollten. Ja. Opfer ich dich einfach. Bringe ein Tribut nicht in Form von Gold da, sondern in Form von Feigenberserkerfleisch. Bist du reingehüpft, ne? Ja. Gegner angerannt kamen. Ja. Sich schnell aus dem Staub gemacht. Ist ja auch so viel bequemer hier unten. Ja. Denk mal, ja, 22. Okay. Wo kann ich denn. Eieieiei. Oh, hier sind sogar noch ein paar neue Gegner dazugekommen. Hier Teufel zu rochen. Komm mal auf einmal hier. Oi, ach, hier ist auch schon wieder so ein. Izuktein mit einem Feueratem. Ach, Feueratem, ja. Nimm ich mal einen Trank der Feuerresistenz. Ah. Beschwört Netherlinge und teleportiert sich, die feige Sau. Wenn ich in das Blaue gehe, ist das nicht so gut, oder? Gut lassen. Ich glaube, das ist sein Feuer. Ich selber hab mir Tränke der Resistenz gekauft. Feuerresistenz auch schon. Macht's ein bisschen erträglicher. Okay. Ja, ich meide das lieber. Boah, er hat mir ja keine Verschnaufpause. Nö. Nee. Maul. So, her damit. Nee. Doch nicht. Ist nur seine Waffe, die da glänzt. Ja, wolltest du auch gleich wieder haben, ne? Ja, ich wollte mir die auch einstecken. Sehr schönes Design. Der gleichen Magie arbeite ich übrigens auch. Ich habe auch Dämonenmagie. Schattenschüsse, auch der kleine Kopf, den ich da oben beschwöre, oder Gitterkopf. Meinst du das Vieh da, was da rumfliegt? Was vor mir fliegt, genau. Wo ich vorhin schon dachte, was ist das? Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich wollte mal den zerkloppen. Das dachte ich mir. Deswegen ist er auch so häufig verschwunden. Wie du wieder kaputt gemacht hast. Ui. Oh, deine Lieblingsfreunde. Tentakel. Die Hentai-Tentakel. Lass dich fesseln, dann haben wir ein bisschen Fanservice. Oh, kleine Netherlinge. Schön, kleine Oktopoden. Ey, hallo. Nicht alle auf einmal. Ja, ja, das sagen die in diesem Film auch immer. Einer nach dem anderen, bitte. So, das hat wieder ein R-Rating, diese Folge. Wir müssen auf 18 sitzen. Oh, da hinten ist ein Kegagal. Ein Elite Netherrealm. Beschwört Schmetterangriff bzw. Bodententakel. Aufteilend. Wieso kommt der zu mir? Nahkämpferin bist? Ach, das meinte er mit aufteilend. Umdor! Ist allerdings schwächer. Und Ismor. Hans und Franz. Fingern daraus.
paar Leichenberge hier anhäufen. Okay. Da fliegen lassen, nicht, dass die Frau mir was nachher abnimmt oder so, heimlich einsteckt. Weil sie nicht nur gelevelt hat heimlich, sondern auch noch einen Mod installiert hat, dass sie auf mein Inventar zugreifen kann. Genau. Und auch dein Blut kann ich aufsammeln. Mein Blut. Dein Loot! So, naja, wer weiß. Wer weiß auch nicht auf das andere. Auch. Ja, genau. Ich saug dich aus. Bis aufs Letzte wirst du ausgesaugt. Ja. Hier muss da eine 18er Warnung ran. Es tut mir leid, ich kann doch nichts dafür. Hat sie sich daran gewöhnt, dass sie mit einer Frau unterwegs ist, weißt du, und nun kommt das alles raus, was sich jahrelang angestaut hat. Ach, Gold, Gold. So, und dann die Gegner. Und dann die Gegner? Ja, erst kommen sie alle auf einmal, dann kommt keiner mehr. Boah, ey, weißt du, als alle auf einmal ist scheiße, kommen sie einzeln, ist scheiße, kommen gar keine, ist noch scheißer, weil kein Loot. Noch scheißerer. Ganz schön große Ebene hier. Das jetzt einfach so optional hier plötzlich war. Die Dinger hier kann man auch platt machen. Ich weiß nicht, ob da noch Loot rauskommt. Ja, ein bisschen. Heiltrank, irgendwas anderes noch. Ich nehme das mit. Warum auch nicht? Ja, Verschwendung. Genau. Hoch, hier geht's noch hoch. Lalala, ich lass dich mal allein. Oh, okay. Ich glaube, wir müssten uns da oben eventuell wiedersehen, wenn sich die Ebenen vereinen zumindest. Okay. Hin? Na ja, wir schauen mal. Guck mal, wie weit ich komme. Okay. Ist sehr verwinkelt hier. Gegner, ein Altar ist hier. Kam noch was raus. Tentakel-Scheiße wieder. Ah, bis jetzt komme ich besser zurecht als sonst. Okay. Hat geholfen, das heimliche Üben. Ja, klar. Das Trainieren. Vor allem habe ich mir meine ganzen Fähigkeiten und so nochmal genauer angeguckt und durchgelesen und so. Ja, das hilft schon. Ja. Deswegen habe ich ja mit dem Dings nochmal angefangen, mit Julie. Hm. Mal neue Fähigkeiten eingesetzt. Ach, da bist du ja wieder. Ui. Da steht schon irgendwas dicket, aber das ist... Entschuldigen Sie bitte. Vorsicht, Schätzchen. Was? Dann so weit auf dem Minenfeld. Waren wir schon? Oh, Frau Kartografin! Wir haben dazugelernt, wir haben auch noch Karten gelesen. Ja, verstehe. Gut, ne? Ich bilde mich vor Ort. So. Und was ein, ich weiß. Nee. Ja, nö. Was behauptest du? Ja. Spreche die Wahrheit. Du weißt es. Schöne Schädelfeuer. Ui, wow. Doch. So. Nehmen die nächsten auf den Sack. Okay. Aufsammeln. Dieses blöde langsame Ding ist nervig. Was? Dein Falke oder was? Nein, manche machen so einen Zauber, dann ist man kurz so langsam. Wie in Zeitlupe. Noch nicht aufgefallen? Deine Standardgeschwindigkeit. Danke. Freundlich wie immer. Weißt du, wieder eine Erklärung dafür, warum sie hier aus dem Kampf geflüchtet ist oder nicht angekommen ist? Oh, ich bin so langsam. Der Feind hat mich langsamer gemacht. Ja, ja. Ist schon recht. Mehr kann ich nicht tragen. Ach. Schon wieder Inventar voll. Da gibt einige Tiere. So, schauen wir mal.
sortiere mal ein bisschen um. Und dann nicht. Auch zu schlecht. Obwohl, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Okay. Euer Begleiter ist fortgegangen. So, jetzt muss ich erstmal hinterher rennen. Kann ich nur noch alles abgrabbeln. Nicht wahr? Ich dachte, ich mach's wieder ein bisschen einfacher. Ja. Ganz nett. Ups, gut, schnell. Ja, ja, ja. Ah, ich seh dich. Aber leider geht das hier so ein Zickzack. Oh nee! Kommst du nicht schnell genug ans Loot ran, sagst du? Das ist traurig. Viel liegt hier nicht, muss ich sagen. Selber alles eingesteckt. Genau. Ah. Okay, das war quasi ein kleiner Zusatzdungeon. Anscheinend ohne große Questrelevanz. Das Phasenportal vorher auch schon. Größere Gegner waren jetzt ja auch nicht wirklich, ne? Nur einen Held hatten wir. Einer, gleich am Anfang, ja. Oh, ich habe auch noch ein Level-Up, was ich Ja. Muss mal gerade gucken, ich sehe nichts. Schneidest du die Ladebildschirme raus? Nee. Ui. Dein Bastardlagen haben mich gerade beim Level-Up beinahe gekillt. Oh, hier ist wieder so ein lilaner. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Deck, Gott, du bist schwer gemacht worden. Sieht aus wie Kochen. Ich musste gerade, glaube ich, drei Tränke ineinander schlucken. Der ist ganz stark. Läufst du wieder weit weg, du. Tut mir nicht schämst. Jetzt kriegt er aber auch einen Sack. So. Ich hab auch ein bisschen, aber mache ich noch nicht. Denn ich bin auch gleich Stufe. Die nächste Stufe. Harzpulverpistole. Wenn ich atomangetriebene Raketen bekomme. Bilde. Nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich hab ihn nur zufällig angeklickt, aber okay. Oh, gut. Was haben wir denn hier? Schön nett. Brauchen, aber kann man verkaufen. Oh, Inventar ist voll. Kriegt mein Tierchen mal ein Halsband? Hat er noch nicht. Versen Sie Ihre Tiere. Kann hier mal ein Gegner kommen? Ich will das Level machen. War zu schwer beladen, die faule Sau. Echt? Gut. Nee, der hat richtig. Ah, hier. Wow. Zweimal Sockelbase. Ich denn hier hingeraten? Hier ist ein Gefangener. Okay, bin gleich da.
Ah, jetzt hat er ein Fragezeichen, okay. Serafi ist das. Ach, guck an. Ach, mein Level habe ich ja geschafft. Schön. Guck ich da jetzt auch mal nach. Bin gerannt. Unmöglich, dass ich froh jedes Mal vorrennen muss. Eine Unart ist das. Eine Unart, Kinder. Da lässt du auch noch die Gegner hier alle am Leben. Ach shit, das ist eine Zweihandaxt. Drauf erachtet. In dem Desert zeig ich meine Dankbarkeit. Was wollt ihr alle von mir? Bin befreit. Dafür bedankt er sich natürlich, ganz höflich. So. Der Schleimer. Mhm. Ganz schön großes Gebiet, muss ich sagen. Ja. Ich werde das jetzt übrigens mit dem Level-Up nicht machen. Ich mache das dann später. Heimlich. Soweit ich, genau. Soweit ich so komme noch, ist das in Ordnung. Dann mache ich das in Ruhe dann. So. Das ist mir lieber. Bagieren. Wenn ich jetzt so ewig stehe. So. Haben wir hier eine Hose? Sag die bloß nicht. So, jetzt habe ich wieder was Langes an. auf Zuschauerzahlen verzichten oder damit? Ich habe ja noch. Oh, Alter, voll gedisst. Double Diss. Brauchst du eine Büchse halt? Eine Knarre? Mit 131 Schaden pro Sekunde? Hat auch ein paar Attribute, also. Ist so ein blauer Gegenstand. Nö, kannst du verkaufen. Gut. Kannst du Gold machen. Ihr schwer am Looten ist! Schwert? Reich ich mal kurz. Mein kleiner gehörnter Ziegenschädel, du müsstest schon auf die Gegner zielen, wo sie stehen. Frosch. Ach, neuer Hut. Neuer Hut! Oh, endlich! Bin ich vor der Sonne geschützt. Kriegt man jetzt die Steine aus den Gegenständen wieder raus, oder nicht? Ja, musst du allerdings in der Stadt machen. Okay, also behalte ich die jetzt. Ne? Ja, ich habe sie auch dann immer abgelegt, dass ich die dann nochmal verwenden kann. Okay. So, was ist das denn hier? Okay. Neuen Dungeon gefunden. Wo ist denn jetzt in die Rand? Da. Jetzt ungefähr auch bei 18 Minuten, also von mir aus können wir gleich nochmal eine Pause machen. Ja. Oh, dann nehme ich auch warte, noch kurz. Muss ich noch alles einsammeln? Ah, ist hier ein Gegner übersehen. Oh nee, nicht sag los. Oh nee, hör auf jetzt. Ich weiß, du wolltest mir auch was übrig lassen. Ein bisschen teilen. Und machen musst du genau. Gut. Okay, machen wir hier Vorschluss oder gehst du schon rein? Machen wir hier Vorschluss. Gut. Dann, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, ich bin wieder da.